warum gerade Kalium für unser Gefäßsystem so immens wichtig ist, dass das ordentlich funktioniert, dass du nicht zu viel Kalzium ziehst bei deinen Gefäßen, damit das Herz-Kreislauf-System ordentlich funktioniert. Interessante Studie heute im Schlepptau, alles das erfährst du in diesem Video. Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Gutgeier. Wenn ihr aktiv etwas für eure Gesundheit tun wollt und abnehmen, Kanal abonnieren, Glöckchen aktivieren. Hier bekommt ihr die richtigen Informationen, wie man das am besten macht. So, das heutige Thema ist Kalium, ein wichtiger Mineralstoff in der menschlichen Ernährung und die Gesundheit unseres Gefäßsystems. Wichtige Studie unten verlinkt, eine Mäusestudie, dort ist es näher untersucht worden, was passiert, wenn man Mäuse jetzt einem Kaliummangel aussetzt, vor allem die Auswirkungen auf unser Gefäßsystem. Mäuse sind keine Menschen, aber wenn wir jetzt natürlich davon ausgehen, dass gerade bei Studien punkto Ernährung zumeist epidemiologische Studien zum Einsatz kommen, können wir uns kurz anschauen. Da werden einfach Beobachtungsstudien gemacht, über Jahre hinweg in gewissen Bevölkerungsgruppen, größeren Gruppen dann zumeist, aber da wird natürlich nicht unter Laborbedingungen gearbeitet. Das wäre natürlich jetzt gegen die Menschenrechte und es wird zumeist natürlich mit Fragebogen gearbeitet. Und da muss man sich selber halt immer die Frage stellen, kann man das noch beantworten nach ein paar Wochen oder vielleicht Monaten, was man in den letzten Wochen bis Monaten so gegessen hat. Das heißt, die Ergebnisse sind dort immer recht mit Vorsicht zu genießen. Diesmal jetzt eine Mäusestudie, schauen wir, was wir daraus ableiten können. Wie gesagt, Mäuse sind jetzt einem Kaliummangel ausgesetzt worden und da konnte im Stoffwechsel bei der Maus, im Gefäßsystem bei der Maus jetzt nachgewiesen werden, was das für immens negative Auswirkungen hat. Das heißt, es ist bei den Mäusen dann zu Versteifungen gekommen, gerade des Endothels, also einem Teil der Blutgefäße, das heißt, die werden steif und wichtig zu wissen natürlich beim Herz-Kreislauf-System, nicht nur das Herz, die Hauptpumpe im menschlichen Körper ist dafür immanent wichtig, dass das Blut fließen kann, sondern auch die einzelnen Gefäße steuern dort eine gewisse Pumpleistung bei. Das heißt, wenn die Arterien jetzt verkalken, wenn sie jetzt steif werden, hat das natürlich immens negative Auswirkungen auf die Hauptpumpe, auf dein Herz dann. Und punkto Calciumablagerung ist es auch näher untersucht worden. Das heißt, im Grunde können wir jetzt sagen, von der Mäusestudie, was können wir ableiten, wenn du jetzt zu wenig Kalium hast, wenn du einen Kaliummangel hast, führt das verstärkt dazu, dass deine Arterien dicker werden, dass sie vorzeitig mit Kalzium kalzifiziert werden, dass sie verstopfen und dass dieses Endothel verstärkt Kalzium zieht und steif wird. Das ist natürlich, dass ich Kalzium ablagern kann, auch äußerst negativ. Natürlich, je besser das Teil in Bewegung ist, je geschmeidiger dieses Endothel bleibt deiner Gefäße, desto weniger kannst du dich da ablagern dran. Wichtig jetzt natürlich für uns Menschen, wie kannst du es herausfinden, wie kalzifiziert dein Körper ist. Da gibt es den CAC-Test oder die Untersuchung, könnte man so schön sagen, das ist der Kalzifizierungstest oder, wenn man es ins Deutsche übersetzt, ein Gefäßverkalkungstest, gerade jetzt bei den Herzkranzgefäßen natürlich, aber der ganze Körper kann da untersucht werden und da wirst du in eine Röhre reingeschoben, da wird die Kalzifizierung dann in einzelnen Körperbereichen dann gemessen und dann kriegst du einen Kalzifizierungsscore oder Calcification Score und da kannst du dann schön ablesen, wie sehr dein Körper kalzifiziert ist und wie hoch natürlich jetzt dein Herzinfarkt oder Schlaganfallrisiko ist in den nächsten Jahren. Sehr guter Test, wie gesagt, da hat man es schön im Blick, auch visuell dann natürlich, es wird ein gewisser Wert zugemessen, da kann man sich sein Risiko dann anschauen. Kostet natürlich dementsprechend, weil Bluttests wirst du vom Arzt bekommen oder einen Cholesterintest, aber gerade dieser Test ist jetzt auch schon seit mehr als 10 Jahren bekannt, wird aber von der Kasse nicht übernommen. Kostenpunkt ist ungefähr zwischen 150 und 200 Euro. Und wenn du jetzt dann weißt, natürlich, wie es um deine Gefäße so bestellt ist, dann müssen wir uns halt anschauen, was sind die drei Hauptgründe, warum es jetzt verstärkt zu Kalziumablagerungen an den Gefäßwänden kommt. Das erste wäre natürlich westlich industriell gefertigte Ernährung. Zeichnet sich jetzt gerade seit Mitte der 90er zum Beispiel aus, dass verstärkt Phosphate enthalten sind. Und Phosphat und Kalzium, gerade in der Blutbahn, sind eine sehr schlechte Kombination. Das sorgt verstärkt für Ablagerungen. Zweitens, auch wieder der westlichen Ernährung geschuldet natürlich, zu hohe Blutzuckerstände, sorgt für Gefäßbeschädigungen, jetzt gerade an der Innenwand dann natürlich. Zweitens dann erhöhte Insulinstände, sorgen beim Endothel, da Insulin nicht nur das Speicherhormon im menschlichen Körper ist, sondern auch ein Wachstumshormon, das jetzt diese Arterien verdicken und dass es auch zu kleinen Öffnungen kommt sozusagen, da die einzelnen Zellen jetzt zu wachsen beginnen, bis zu einem gewissen Grad, wenn da auch erhöhte Insulinstände zum Beispiel vorherrschen,
da kommt es dann schon zu kleinen Rissen. Zusätzlich könnte man noch sagen, vielleicht noch zu wenig Vitamin C in der Ernährung. Für die kleinen Risse wären ja dann Vitamin C-Gaben äußerst hilfreich, dass das Endothel geschmeidig bleibt, dass deine Gefäße, keine Beschädigungen dann sofort repariert werden. Dritte, was natürlich mit hineinspielt, ist auch der Kalziumtransport. Wenn es ordentlich transportiert wird, eiert auch nicht so viel im Blut selber rum. Und natürlich jetzt gerade bei der Studie, wenn Kalium ausreichend vorhanden ist, wird es auch nicht gerade in den Endothelzellen jetzt verstärkt eingespeichert. Das heißt, Kalzium muss in den Knochen rein, brauchst du ordentlich Vitamin D, Vitamin K sollte ausreichend vorhanden sein, Magnesium als Kofaktor noch wichtig und dann kommt das Kalzium dorthin, wo es hingehört, in den harten Teil des Körpers, also in den Knochen rein, wo es hin muss und nicht in die Weichteile. Was jetzt aber so interessant ist, gerade bei der Studie jetzt über das Kalium, bei dieser Mäusestudie, warum kommt es zu der Symptomatik oder warum könnte es bei dir zu der Symptomatik kommen, ist natürlich jetzt dem Kalium geschuldet, denn du brauchst relativ viel Kalium. Also die empfohlene Tagesdosis ist zwischen 4000 und 4700 Milligramm, das sind fast 5 Gramm schon. Das ist relativ viel Kalium, was der Mensch für einen optimalen Gebrauch jetzt benötigt. Jede Zelle hat Natrium-Kalium-Pumpen und anschließend doch dann noch eine Kalziumpumpe. Das heißt, der ganze Körper braucht relativ viel Kalium, bringt auch sehr gut Ruhe ins System, ist in natürlichen Lebensmitteln sehr gut vorhanden. Natürlich jetzt viel Grünzeug, Nüsse, Saaten, da ist viel Kalium drinnen, aber wer ernährt sich schon auf Dauer immer sehr, sehr gesund? Die wenigsten vermutlich. Ich muss sagen, ich war in letzter Zeit in der Ecke auch etwas nachlässig. Und deswegen schauen wir uns jetzt das Problem jetzt an. Natürlich, wenn zu wenig Kalium im menschlichen Körper vorhanden ist, sieht man schön, jede menschliche Zelle hat Natrium-Kalium-Pumpen und hinten ist die Kalziumpumpe dann sozusagen noch an der Zelloberfläche auch noch vorhanden. Das heißt, wenn die Zelle jetzt zu wenig Kalium aufnimmt, dann kommt es dazu, dass verstärkt Kalzium aufgenommen wird. Das heißt, es kommt zu einer hohen Kalziumeinlagerung und gerade beim Endothel wäre das nicht sehr hilfreich. Sagen wir es einmal so. Das heißt, es kommt auch, wenn es jetzt noch zu keinen Kalziumablagerungen auf der Gefäßinnenwand kommt, durch zuvor Beschädigungen durchs Immunsystem, kommt es jetzt schon zu einer gewissen Steifheit dieses Bereichs. Das heißt, es wird auch nicht mehr ordentlich bewegt dann und es kann sich natürlich viel leichter was anlagern. Das heißt, bei der ganzen Symptomatik, wenn es um Kalzifizierung geht, heißt das nicht, du hast zu viel Kalzium in der Ernährung, außer du greifst vielleicht auf ein Präparat zurück und das wird nicht ordentlich transportiert im menschlichen Körper, das könnte auch passieren. Aber es sind gewisse Kofaktoren, vor allem Verletzungen und natürlich eine schlechte Kalziumeinspeicherung, dass es nicht in den Knochen gelangt, das Kalzium, wo es hingehört. Zweiter kleiner Kofaktor wäre dann Magnesium noch an der Stelle, aber ich glaube, das haben die meisten eh immer im Auge, vor allem natürlich Sportler. Magnesium ist sehr weit verbreitet als Mineralstoff und beim Kalium haben die meisten nicht so das Auge drauf und vor allem Kalium braucht der Mensch 5 bis 10 Mal so viel. Und deswegen schauen wir uns jetzt einmal konkret an der Grafik an, die Gefäßbeschädigungen, wo es zu Gefäßbeschädigungen jetzt verstärkter kommt. Natürlich jetzt in Industrieland, industriell gefertigte Ernährung, da kommt es natürlich auch noch zu raffinierten Ölen, was da negativ einwirken, oxidiertes LDL. Aber jetzt grob umrissen, zu hohe Blutzuckerstände wären schon äußerst schädlich, es kommt verstärkt zu Beschädigungen, vielleicht noch ein Vitamin C-Mangel dabei, dass kleine Beschädigungen nicht ordnungsgemäß repariert werden, gleich unverzüglich. Das heißt, es kommt dann zu einer Immunreaktion, größere Beschädigung am Gefäßsystem. Da muss man auch sagen, beim Vitamin C natürlich, du hast jetzt vielleicht genug Vitamin C, wenn du jetzt zu viel Zucker in der Ernährung hast, dann gilt Zucker natürlich auch als Vitamin C-Räuber. Das heißt, jetzt gerade durch Fruchtsäfte ist ein Vitamin C zu lecken, was zumeist dann künstlich zugegeben ist, auch nicht so die tolle Idee. Wichtig eine natürliche Vitamin C-Quelle in der Ernährung mit dem Zucker mal runter, würde ich sagen. Sonst kommt es natürlich zu größeren Gefäßbeschädigungen, das heißt, das Immunsystem springt ein, kriegst einmal ein Cholesterinpflaster drauf, es ist nicht das böse Cholesterin im menschlichen Körper, das ist der Baustoff, der da mal zur Seite springt, dass du nicht innerlich verblutest. Dann kommt natürlich das Immunsystem, die Makrophagen, die Fresszellen und sorgen dort für eine Immunantwort, eine Entzündung wird ausgelöst, abgebaut, Schaumzellen bilden sich aus den Makrophagen und das ist dann sozusagen der Nährboden, dass ich Partikel in der Blutbahn anheften können. Wie gesagt, so viel Phosphate haben wir seit den 90ern noch in der Ernährung. In Kombination gerade jetzt mit dem Kalzium sorgt es dafür, dass sich verstärkt Kalzium ablagert. Aber wie gesagt, der Anfang ist immer eine Verletzung, eine Entzündung, verstärkte Entzündungen im menschlichen Körper und dann können sich die Stoffe erst so richtig ablagern. Und gerade jetzt, gerade dieser Kaliummangel jetzt als erstes dann noch sorgt dafür, dass die Gefäße eben versteifen, mit der Zeit nicht so geschmeidig bleiben und es kann natürlich jetzt verstärkter zu Verletzungen kommen, verstärkter zu Ablagerungen kommen, setzen sich dort fest und die wirst du auch nicht mehr so los so schnell. Das heißt, wichtig
Zum Kalium jetzt natürlich weitere Videos oben reingeknallt, wo es noch wichtige Funktionen erfüllt, gerade bei der Natrium-Kaliumpumpe in jeder menschlichen Zelle. Und natürlich, wo ist Kalium jetzt verstärkt in Ernährung enthalten, das solltest du mal aufstocken vielleicht. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Zu Fragen, wie gesagt, Kanalmotto, es gibt keine blöden Fragen, nur meine dummen Antworten, also unbedingt unten reinknallen. Bitte teilt das Video und am Schluss wieder das Allerwichtigste. Bleib oder werde gesund.